Hallo YouTube und willkommen zum lang ersehnten Galaxy S4 Unboxing. Mein DHL-Mensch hat es mir eben in die Pfoten gedrückt und sagte schon, was ist denn da drin? Irgendein Handy. Und ich wunderte mich, woran hat er das denn jetzt gesehen? Weil von außen steht nichts drauf. Aber das müssen die dann anscheinend nochmal separat unterschreiben. Und privates Zeug schmeiße ich mal eben raus. Und da haben wir schon, ist das eine Holzschachtel? Nein, es ist Plastik sage ich schon, es ist eine stinknormale Pappschachtel, aber sah im Holzlook, ne? Nicht schlecht. Also, was haben wir hier? Natürlich LTE als Prozessor, ein Quad-Core mit 1,9 GHz, Full HD AMOLED, Display 13 Megapixel, Rückseitenkamera 2 Megapixel, Frontseitenkamera. Wieder eine Infrarotfernbedienung, 2600 mAh. Battery und also wer hier schon mal guckt, also einige interessante Verpackung, muss ich da mal sagen. Dann gucken wir noch mal rein. So, das sollte ausreichen. Und ta-da-ta-da-ta-ta. Freu. Ja, ihr seht es, ich habe die weiße Version, warum auch nicht. Das Nexus 4 ist ja in schwarz, man möchte ja was zum Abwechseln haben und ja, es fühlt sich leicht an, aber natürlich ist der Akku noch nicht drin. Also da noch nicht zu aufgeregt werden. So, dann hier drunter. Oder irgendwie so. Aha. Nochmal eine lustige Typbezeichnung mit Kurzanleitung. Alles hier farblich in den Tönen gehalten. Man merkt hier, auch Samsung legt hier immer mehr Wert auf die Verpackung und das Zubehör. Kopfhörer mit Fernbedienung und Mikrofon, auf denen auch noch Samsung draufsteht. Weiße Kabel, Respekt, Respekt, Respekt. Natürlich Micro-USB. Ein Ladegerät. Sehr schön, dass das inzwischen auch farblich im gleichen Ton gehalten wird. Dann noch andere Größen, unterschiedliche Größen für die In-Ear-Dinger. Sah gar nicht aus wie ein In-Ear, aber Und unser Akku mit den, wie gesagt, schon 2600 mAh. So, und das war's. Damit, dem bauen wir jetzt natürlich direkt mal ein. Auf dem Ding steht's dann schon, wie rum es rein muss. Sehr, sehr, sehr cool. Erster Eindruck von dem Telefon. Na, wie kriege ich denn dich hier raus geschält? Das ist einmal die Rückseite. Okay. Und dann noch einmal die Frontseite. Ja, also ich muss mich da doch korrigieren. Ich habe wirklich gedacht, das Ding wird doch um einiges größer als ein S3, auch wenn es auf dem Datenblatt anders wirkt. Aber von der Größe erinnert es mich wirklich, wirklich, wirklich an ein S3, sogar ein Ticken schmaler. Aber dieser Bildschirm hier, wenn man da schon mal guckt, 5 Zoll. Boah. Ja, was haben wir sonst noch? Physikalischer Homebutton, LEDs, Frontkamera, Sensoren und. Linke Seite, die On-Off-Taste, wunderbar, dass die an der Seite ist und da nicht jetzt hier noch oben versucht, dran gebastelt zu werden. Unten Mikrofon und unser Micro-USB-Port. Linke Seite, dann die Lauter-Leiser-Wippe. Oben Kopfhörer-Eingang, Mikrofon und wahrscheinlich noch, nee, das ist dann hier der Infrarot-Port. Ja, der muss ja auch irgendwo herkommen. Rückseiten, unsere 13 Megapixel, 19 Megapixel. 19? Ich dachte 13. Doch, 13. Jetzt war ich schon selber verwirrt. Unser LED-Blitzchen und unsere Lautsprecher, die aber zwar auf der Rückseite flach sind, aber hier ist eine, ich weiß nicht, ob man ihr es merkt, seht, ist eine Erhebung. Das bedeutet, was ich immer ja kritisiere bei solchen Dingen, auf der Rückseite hört man nichts mehr, aber das Ding steht jetzt raus, hat natürlich dann den Nachteil, wenn da unten genau dann hier der Lautsprechernöppel ist, das Ding wackelt dann auf dem Tisch. Aber naja, mal ganz ehrlich, wer tippt denn damit? Wobei bei so einem Display, nee, wird natürlich nicht getippt, aber ganz gerade liegt es dadurch nicht. Sehr, sehr schön. Und ja, ich beschwere mich ja immer wieder, dass es ein Plastikbomber ist und auch wenn es wieder Polycarbonat sonst was ist. Naja, okay, dieser silberne, dicke Alurahmen oder Edelmetallrahmen, der rettet es jetzt wieder. Aber Akku rein, SIM-Karte rein und dann gucken wir mal, was das Ding drauf hat. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.